Έναν ανέλπιστο σύμμαχο βρήκε η Ελλάδα στους αγώνες που δίνει τόσο για να κατανοηθεί η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία 6 χρόνια από τις πολιτικές της Τρόικα, όσο και στην διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων. Πρόκειται για το show Dien Anstalt, το Ινστιτούτο, που προβάλλεται από το ZDF, το δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης της Γερμανίας. Η επόμενη εκπομπή με αντικείμενο την Ελλάδα, η οποία θα προβληθεί από τη γερμανική τηλεόραση αύριο Τρίτη, έχει ήδη ανέβει στο ίντερνετ. Από τα 50 λεπτά που διαρκεί το σόου ξεχωρίζουν 2 ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζεται με τον πλέον παραστατικό και σατυρικό τρόπο η κατάσταση που έχει περιέλθει η Ελλάδα, η οποία εμφανίζεται ως μια ταβέρνα η οποία λειτουργεί υπό τις οδηγίες της Τρόικα, ενώ στο δεύτερο μέρος θίγεται με πολύ καυστικό και συγκινητικό τρόπο το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Παρόν στην εκπομπή είναι και η πιζόν από το δίστομο Αργύρης Φουντούρης, του οποίου οι Γερμανοί εκτέλεσαν και τους 2 γονείς και αρκετούς συγγενείς. Καλησπέρα. Was kann ich Ihnen anbieten? Moussaka, alles frisch? Nein, das ist gestrichen. Ah ja, frisch gestrichen. Ja. Ach ja, ja, stimmt. Habe ich nicht mehr. Okay, vielleicht Tzatziki? Tzatziki ist auch aus. Ja, dann Souvlaki. Herr Sumunchunos. Sehen Sie, das hier ist Ihre neue Speisekarte. Akzeptieren Sie einfach unsere Bedingungen und dann kriegen Sie sofort die nächste Tranche ausgezahlt. Was? Maultäschle, Sauerkraut und Trollinger? Das ist doch in Griechenland keiner freiwillig. In Österreich auch nicht und bei uns gibt's Blunzengrößl. Ja, aber das passt nicht, weil die Taverne heißt Dionysos. Was? Moment. Der Gott des Weines und der Freude. Herr Sumunchulos, wir hatten doch ganz eindeutig ausgemacht, Sie heißen ab sofort Austeros. Och, nee. Verstehen Sie nicht? Nein. Ohne Wein keine Wirtschaft. Das hätten Sie sich überlegen müssen, bevor Sie Schulden machen. Ja, die habe ich von meinem Vater geerbt. Das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie sich diesen Vater ausgesucht haben. Herr Sumunchulos, was sehen Sie da? Lauter unbesetzte Stühle. Was ist das? Richtig, totes Kapital. Ja, und was machen wir da? Richtig, Strukturreformen. Ja, die Stühle werden abgebaut. Mhm. Was? Wo sollen denn dann die Gäste sitzen? Ah, hallo, das ist mein Tafelsilber. Da müssen wir leider privatisieren. Mhm. Und was bringt das? Hier, 10 Cent fürs Tafelsilber dürfte genug sein. Ja. 10 Cent, was soll ich denn damit? Schauen Sie, Sie zahlen Schulden, ja, wecken Vertrauen, locken Investoren wieder an und schon kommt der Aufschwung. Ja, unschuldige Zivilisten, Unbewaffnete umgebracht, schwangere Frauen, ja. Kinder, ja. Alte. Ja. Und dieser Junge hier, damals 4 Jahre alt, der hat bei dem Angriff nicht nur 30 Verwandte, sondern auch seine Mutter und seinen Vater verloren. Damals hat er um Entschädigung gebeten und dann hieß es in der deutschen Botschaft in Athen, ja genau, hier, das Massaker in Distomo sei als eine Maßnahme im Rahmen der Kriegsführung zu werten und somit bestehe kein Anspruch auf Entschädigung. Wollen Sie damit behaupten, dass das Abschlachten von Frauen und Kindern für die Bundesregierung eine normale Kriegshandlung war? Naja, 96 hat man das noch geschrieben. Oh, das ist sehr freundlich. Ein Uso. Vielen Dank, wir hatten aber keinen bestellt. Das. Nee, die sind von dem Herrn da drüben auch. Oh, danke, vielen Dank. Sagen Sie, kennen wir uns? Ja, mein Name ist Argyris Funduris. Ich bin der kleine Junge da. Der 1944 Ich habe 1944 meine Eltern verloren und bin an der Hand meiner Schwester aus dem brennenden Haus geflohen. Das trifft sich eigentlich ganz gut, Herr Sfontouris. Weil dann können wir Sie einfach mal persönlich fragen. Das, was wir da gerade vorgelesen haben, das war die offizielle Begründung, die die Botschaft in Athen Ihnen geschrieben hat, auf Ihre Forderung nach Entschädigung. Ja, genau. Und das hat die Botschaft im Auftrag des Auswärtigen Amtes gemacht, der die Distomo-Lüge der Täter, die in ihrem Bericht das Massaker als Kriegsmaßnahme geschildert haben, wieder aufgenommen hat nach 50 Jahren. Und Sie haben nie Entschädigung bekommen? Nein, im Gegenteil. Deutschland hat alles unternommen, um uns keine Entschädigung zu zahlen.